Jetzt müsste ich auf jeden Fall draufstehen. Runter, runter. A, D, D, J, hoch. Ah, jetzt hat's geklappt. Gut. Was hast du gefunden? Was ist das? Das ist doch hier. Ein Hardcube. Die werden uns übrigens hier nirgends angezeigt, die Hardcubes. Ich blende jetzt mal kurz das, die Erklärung zu dem Secret ein. Das hat nämlich was mit dem Erscheinungstermin vom Face zu tun. Und dem Schatten, den der Obelisk wirft und all solche möglichen Sachen. Also guckt es euch kurz an, während ich hier in den letzten Raum klettere. Dazu muss ich zum Wasserfall rüber. Ach, zum Wasserfall ging es da drüben. So, das müsste der Raum hier genauso sein. Und zwar die Lösung des Sicherheitswortes ist Metatron. Metatron. Weil die erste Hälfte, was es ist, ist Meta. Und die zweite Hälfte, also das Sicherheitswort ging ja... Die erste Hälfte ist das, was ich bin. Und die zweite Hälfte ist das aus... ist die Hälfte von dem, was mich erschaffen hat. Warum auch immer die erste Hälfte Meta ist, habe ich nicht kapiert. Die zweite Hälfte jedoch gab es eine Erklärung für. Das Entwicklerstudio nämlich, das Face entwickelt hat, heißt Polytron. Und die zweite Hälfte vom Entwicklerstudio ist halt Tron. Die Macher. Warum auch immer Face Meta sein soll. Gut, das heißt, wir... suchen die richtigen Würfel zusammen. Müssen sie so aufreihen, dass der richtige Name entsteht. So, als nächstes ist der Würfel dran. Genau, den brauchen wir so. Ich bringe schon mal jetzt erstmal die Würfel in die richtige Reihenfolge und drehen können wir sie dann immer noch. Vor allem, weil ich den da wahrscheinlich gar nicht rauskriege. So wie er jetzt steht. Ich fange am besten nochmal von vorne an. So. Zuerst brauche ich so einen Hut. Gut, Hut habe ich. Dann brauche ich dich mal nicht. Du kannst also mal da weg. So, nach dem Hut brauche ich dich. Danach brauche ich dich. Kannst gleich mal auf die andere Seite. So. Ah, du stehst wieder ungünstig. Block. So, ich will... Was will ich denn für einen? Ach so, den da. Oder? Nein, ich brauche einen Hut. Ich brauche ihn sogar so, wie er hier gerade ist.
So. Das Ding stimmt schon mal nach dem Hut. Ah, halt. Hier brauche ich jetzt erstmal dich. Du gehörst da ja hin eigentlich. So, das stimmt auch schon so, wie es ist. Die schiebe ich mal darüber. So. Okay. Die stelle ich schon mal hier ab. Ah, genau die Seite brauche ich. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Von dir da brauche ich diese Seite, danke. Von dir brauche ich diese Seite. So. Von dir brauche ich die Seite nicht, sondern die Seite. Ups. Von dir brauche ich genau diese Seite. Tür. Ups. Warum habe ich schon wieder die falsche Seite? Irgendwas trollt mich hier. So, Türe. Türe. Mhm. Du stimmst so. Du musst noch gedreht werden. Ja, nämlich so. Okay. Da müssen die noch auseinandergeschoben werden. Kann ich mal kurz kontrollieren. Okay, das F stimmt noch nicht da drüben. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ihr beiden stimmt noch nicht. Dich brauche ich nämlich so. Hä? Drehe ich mich zu schnell oder was? So, jetzt stimmst du aber. So, jetzt das F hier. Das ist nicht so gut. Wie steht das hier F jetzt? Jetzt steht's
So wie es stehen sollte, aber an der falschen Stelle. So. Jetzt fehlt nur noch du. Dich brauche ich nämlich so. Und so müsste das eigentlich richtig sein. Ja, so müsste das richtig geschrieben sein. Jupp, jupp, jupp. Ja. Okay, nochmal ein Cut, dass ich nochmal nachgucken kann. Okay, ich hab's rausgefunden. Ich musste das Ganze noch zweimal drehen. Was hast du gefunden? Ja. Gut, damit haben wir den letzten Rubik, den letzten Hardcube. Können mit dem zurück, wenn wir es hier hoch schaffen. Genau dahin zurück. Von da aus wieder zum Glockenturm. Wo war jetzt der Glockenturm nochmal? Der war hier, glaube ich. Jo. So. Dann können wir hier rein. Und damit ist der Hardcube hier komplett und er bringt uns absolut nichts. Also das Herz hier ist komplett. Mhm. Au. Das heißt, wir hören jetzt auf unseren kleinen Helfer und gehen noch schnell zurück in den Raum der Räume. Das ist unser Dorf. Das da ist das Dorf und da müssen wir rein. Also zurück in die Nexus hier. Hups. Hopp. Hopp, hopp. Ja, ich muss sagen, ich komme jetzt schon mal zum Abschlussgespräch, während wir uns hier auf den Weg machen. Ich muss sagen, jetzt die letzten Aufnahmesessionen waren richtig anstrengend, die ganzen letzten Sequels zu finden. Das mit der Brille war ganz cool gemacht. Da bin ich falsch. Das mit der Brille war ganz cool gemacht, aber ich muss sagen, gerade diese Herzcubes hier am Schluss, da muss man wirklich ordentlich crazy sein, um darauf zu kommen. So, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich nicht mehr
der Zettelwirtschaft rumhantieren muss. Da ist das Hotel. Das müsste die fremde Stadt sein. Mhm. Das ist sie auch. Und jetzt müssen wir da ein Stück hoch. Hoppala. Ups. So. Die verstehen wir leider immer noch nicht. Nein. Also ja, ich könnte übersetzen, was die sagen, aber ich habe sowas von keinen Bock drauf. Auch nicht, was Großkopfgießer zu sagen hat. Ich will nur hier rein. Den kompletten Würfel abgeben. Und gucken, ob noch was Cooles passiert. So weit kann ich nicht springen. Doch, kann ich. So. Das sollte ja in 5 Minuten erledigt sein. So, kann ich hier stehen? Nein. Hier kann ich aber, glaube ich, stehen. Ja. Schlechte Wahl. Ja gut, bei der Höhe sterbe ich. Dann springen wir einfach mal hier hoch. Das dürfte gehen. Und ja, es wird gerade wieder saumäßig laut. So, jetzt muss ich durch die Tür in den Würfel. Und das war's. Ach ja. So, der Würfel wird einmal ganz gefüllt. Und hey, der große Oberwürfel ist wieder ganz. So, sind wir jetzt wieder im Hauptmenü, oder? Nein, noch nicht ganz. Gomez ist wieder in seinem Zimmer. Verpixelt wieder alles. Thank you.
Sieht nicht so aus. Jetzt zoomen wir einfach nur raus. Yay. Ja, komm, ist kleine Welt. Ist nur ein Würfel von Millionen? Also ja, was das Metatron-Rätsel angeht, kann ich noch jetzt gerade sagen. Angeblich haben die vier Eulen noch einen Hinweis dazu gehabt. Allerdings habe ich den auch nicht ganz kapiert. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das sind wirklich Rätsel für richtige Nerds gewesen. So, Mitwirkende brauchen wir uns nicht angucken. Wir gehen noch mal kurz ins Hauptmenü. Und können jetzt nur ein neues Spiel plus starten. Machen wir das mal kurz. Jo. Wir haben noch all unser Zeug. Was bekommen wir diesmal von Gießer? Irgendwie läuft das Spiel jetzt gerade viel besser ohne die 3D-Ansicht. Da bist du ja. Ja, na bitte. Ja, Käsewürfel kennen wir schon. Jetzt macht er wieder einen auf Matrix. Hilfe und Optionen, kann ich mir irgendwie Spielstandverwaltung Platz wechseln? Oh, wir haben 209,4%. Jo. Oh, eine 3D-Brille. Augenkrebs. Du kannst Stereoskopie unter Option ein- und ausschalten. Hilfeoption. Grafik. Spieleinstellungen. Steuerung? Nein.
Na gut, ich würde sagen. Achso, ich muss doch den Würfel zum Explodieren bringen. Ja, jetzt bootet das wieder neu. Da übrigens Polytron. Steht's ganz oben neben dem Polytron-Zeichen. Und hier kommt auch nochmal das Polytron-Symbol selber. Trapdoor. Gut, aber genug jetzt dann vom Fäß. Vor allem, weil wir jetzt Augenkrebsgrafik gerade anhaben. GPU, nein. Spieleinstellung, Stereoskopie aus, bitte, danke. So, also, damit verabschiede ich mich mal von euch. Mal sehen, was mein nächstes Sonntagsprojekt wird. Also, bis dann.